Die Messe Ried, seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Institution im Veranstaltungsbereich der Bezirkshauptstadt. Mit Beginn des neuen Jahres wurde das Geschäftsfeld um einen zusätzlichen Bereich erweitert. Die Messe Ried GmbH übernimmt die Agenden des Stadtmarketing. Die Zeiten ändern sich und müssen uns auch wandeln in der Stadtgemeinde, um eine positive Zukunft zu gestalten. Unser Ziel ist ja, die Frequenz zu verdoppeln in der Innenstadt, die qualitative. Und was liegt näher, als das der Stadt, von der Stadtseite der eigene Messe zu übertragen? Die haben die Kompetenz, die können mit Besucherströmen umgehen und da sind wir gut aufgehoben. Wenn man das dann einmal für mich auch überlegt, was heißt das einmal persönlich an Mehrarbeit, wie lässt sich das Ganze auch gut in unser Messeteam integrieren. Und letztendlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es natürlich, wenn wir als professioneller Messe- und Veranstaltungsanbieter, dass es viele Synergien zur Stadt geben kann, sei das jetzt personelle, aber natürlich auch vom Know-how her, was wir haben. Und deswegen haben wir uns dann auch entschieden und sind eben jetzt seit 1. Jänner für das Stadtmarketing in Ried zuständig. Zu den neuen Aufgaben gehören City- und Event-Marketing sowie Online-Marketing und Public Affairs. Für mich geht es darum, einfach in Ried eine Plattform zu bieten, dass die Leute wieder verstärkt nach Ried kommen, dass sie länger da bleiben, dass die Verweildauer steigt und dass so auch dann hoffentlich auch wieder die Umsätze steigen. Verstärkt wird vor allem auch der Fokus auf das Thema Regionalität. Regionalität ist ja aus meiner Sicht das Nachhaltigste, was ich überhaupt machen kann. Wenn ich mich vor der Haustür oder am Grünmarkt am Dienstag mit regionalen Produkten eindecke, dann ist es nachhaltig. Und ich glaube, es gibt in Ried da sehr viel. Wir haben insgesamt 3 Wochenmärkte in Ried. Und ich glaube, es ist ja nicht nur das Einkaufen dort, es ist diese soziale Komponente, die es auch gibt. Eine Stadt lebt durch ihre Menschen. Und die müssen wir wieder verstärkt zusammenbringen. Und ich glaube, dass das ein Ansatz sein kann, wie wir die Zufriedenheit, aber auch wieder die Frequenz heben können. Bei der Neuausrichtung des Stadtmarketings war es besonders wichtig, einen langjährigen Kenner der Szene mit an Bord zu haben. Was mir persönlich auch als Ziel gesetzt habe, ist, dass man wieder vermehrt immer in das Gespräch mit den einzelnen Betrieben geht, mit den Dienstleistern, mit dem Handel, mit der Gastronomie. Um auch diese Kräfte zu bündeln, ist eigentlich auch ein Ziel von mehreren, was wir eben verstärken möchten. Ried steht ja nicht schlecht da. Wir wollen es nur besser machen. Also es ist ja ganz, ganz viel von den Leuten, die jetzt im Stadtmarketing tätig waren in den letzten Jahren, ist ja ganz viel Positives auch passiert. Natürlich hat jeder eigene Ansichten, eigene Ideen und die wollen wir einbringen und dann hoffen, dass wir eben dieser Missing Link sein können eben für die Bevölkerung und für die Gewerbetreibenden.